Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier im Schneesturm, mitten im Gebirge. Wir wollten gucken nach den Silbervorkommen, die ich mir markiert habe. Ob da noch was da ist oder ob wir das schon leer gelootet haben. Obwohl ich fast nicht glaube, dass es leer ist, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich von der Karte entfernt. So, Drache, komm her. Ich habe mich mal ein bisschen informiert zum Update und erzähle euch das heute im Laufe der Folge etwas. Was ich da so Schönes gelesen habe, bin ich gestern natürlich so komplett überrascht worden von. Es war das gute Half and a Home Update, was auch schon länger angekündigt war. Wo ist das, eine Trophäe? Jawohl, wir haben die zweite Trophäe. Besser kann es doch gar nicht starten mit der Folge. Geil. Jetzt können wir uns endlich den Drachenhelm basteln. Ach, perfekt. Cool. Jetzt brauchen wir eigentlich bloß noch ein bisschen Silber. Dann haben wir alles auf Stufe 4 und wir haben den Helm und sind damit eigentlich komplett ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob man den Helm noch upgraden. Achso, na klar kann man den Helm noch upgraden. Gut, nee, wir sind noch nicht komplett ausgerüstet. Ein bisschen was muss dann noch passieren. Hä? Hä? Oh, was? Shit, ich habe da gerade irgendwie dahinter geguckt. Komm schon. Bam. Oha. Zack. Und da haben wir es. Gib mir Wolfsfleisch. Ja, also es war das gute und lang ersehnte Half and Home Update. Es kam tatsächlich auch erst vorgestern raus. Ich dachte gestern schon, ach Mist, jetzt hast du hier ein paar Tage nicht gezockt. Und zack, ist ja alles anders im Spiel und wahrscheinlich weiß schon jeder Bescheid und kennt alles ganz genau und du dödelst hier dumm rum und alle lachen dich aus. Aber nein, tatsächlich kam es erst vorgestern, also ist es noch gar nicht so lange am Start. Dann fühle ich mich gleich nicht mehr ganz so schlecht, versteht ihr? So, jetzt müssen wir mal gucken. Achso, ich hatte noch gar nicht gebuddelt. Ich hatte mir das nur markiert, als wir hier auf der Durchreise waren. Alles klar. Dann können wir hier mal in Ruhe buddeln. Also das Kampfsystem wurde wohl überarbeitet. Wir hatten ja auch schon mit dem guten Hugin gesprochen, dass das Blocken jetzt auf jeden Fall etwas anders funktioniert. Das richtet sich irgendwie an unserer Anzahl der Lebenspunkte. Wir haben ja jetzt hier auch immer, jetzt gerade nicht, aber wenn ein Gegner kommt, hatten wir auch immer dieses Schildsymbol. Und Hugin meinte ja gestern auch zu uns, dass wenn, ich glaube die Anzeige, wenn die voll ist, dann können wir einfach nicht mehr blocken, sondern taumeln selber. Irgendwie so. Wir probieren das mal aus. Wichtigste ist auf jeden Fall erstmal mit den Lebenspunkten, dass sich unser Blockieren irgendwie anhand unserer Lebenspunkte oder an den Lebenspunkten richtet. Kriegen wir alles mal raus. Wenn wir nachher mal einen Gegner haben, wird es jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Wolf probieren. Beim Drachen ist das auch ein bisschen schwierig. Aber vielleicht irgendetwas Leichteres unterwegs, so ein Gräuling oder so. Ach shit, jetzt bekämpfen die sich erstmal, ne? Ach, nicht du. Komm her. Der hält, glaube ich, nicht so viel aus, aber der macht, glaube, ordentlich Schaden war das doch bei dem, ne? Jetzt ist der da unten drin. Vielleicht können wir ihn einfach jetzt mit einem Pfeil abschießen. Wäre natürlich auch cool. Ja, apropos Pfeile schießen. Es ist jetzt wohl so, dass das Bogenspann länger dauert und das fällt mir auch direkt auf. Dafür soll es aber weniger Ausdauer benötigen. Gestern hatte ich ja noch gesagt, ich glaube, es verbraucht mehr. War zumindest mein Empfinden. Aber ja, vielleicht lag es einfach daran, dass das Spannen halt länger dauert. Und deswegen, bis wir einen Pfeil schießen, natürlich erstmal gefühlt länger brauchen und mehr Ausdauer verbrauchen. Aber es soll auf jeden Fall weniger sein. Bloß das Spannen selber dauert wohl länger. So, wir gucken mal hier bei unserer Silberader. Haben wir schon ein Silber eigentlich raus? Wir haben schon zwei. An sich würde es reichen, aber ich möchte jetzt natürlich nicht direkt hier wieder verschwinden. Ein paar Minuten können wir ja noch abbauen. Wir brauchen nur dringend nochmal was zu futtern. Bauen wir uns mal eine Hackfleischsoße rein. Ah, jetzt steht es auch da. 45 Gesundheit, 15 Ausdauer. Tag 380. Dann kann ich euch auch gleich nochmal ein bisschen was zum neuen Nahrungssystem erzählen. Wir haben ja jetzt hier diese Gabeln. Rot bedeutet, es ist... Oh, holy shit, hat er mich erschrocken. Oh Gott, ey, ich hab doch gerade was gefuttert. Wurde ja irgendwas rein. Mist, waren wir anscheinend zwei Dinger leer.
Wir müssen den erstmal kurz auf Abstand halten. Das war mir gerade so nix mit so wenig Leben. Komm, wir hauen uns mal Knochenwanst rein. Was soll's? Ab und zu muss er ja auch mal benutzt werden. Dann können wir hier zumindest voll auf Attacke. Jetzt haben wir gerade ordentlich Leben verloren. Geblockt. Geblockt. Bam. Jawohl. Die Ausdauer ist irgendwie gefühlt echt schnell leer. Ja, ich erzähle euch gleich weiter mit den Gabeln und so weiter, aber wir müssen erstmal uns hier ein bisschen um den Steingolem kümmern. Hat das schon immer so lange gedauert mit der Ausdauer? Ich glaube schon, ne? Ja, was soll's, ich kann es euch eigentlich auch so erzählen. Also, es gibt die roten Gabeln. Die roten Gabeln bedeuten, das ist ein Lebensmittel, was viel Gesundheit gibt. Es gibt die gelben Gabeln. Das bedeutet, oder grün. Ist irgendwie so ein ganz, ganz helles Grün. Mach dir mal tot, dann hole ich mir gleich das Fleisch. Vielen Dank. Ja, die grünen Gabeln, die bedeuten einfach, es gibt viel Ausdauer. Obwohl gelb besser passen würde, weil der Ausdauerbalken gelb ist. Wenn man das nicht im selben Farbton gemacht hat, ich weiß auch nicht. So, wir könnten es hier eigentlich auch mal mit dem Blockieren gucken. Guck mal, jetzt geht dieses Dings hoch. Es ist schon wieder unten, bevor der uns wieder schlagen kann. Probieren wir später mal aus. Ja, also rot bedeutet zum dritten Mal jetzt, Entschuldigung, Lebensmittel. Gelb bedeutet, es ist, oder grün bedeutet, obwohl nein, das ist gelb. Entscheidet selber, was das für euch ist. Hellgrün, mintgrün. Das bedeutet, es ist Ausdauer. Und es gibt auch noch weiße Gabeln, das bedeutet, die Lebensmittel machen einfach beides gut. Also viel Ausdauer, viel Leben. So viel habe ich jetzt schon mal dazu gelesen, finde ich prinzipiell nicht schlecht. Obwohl jetzt die Anzahl an Lebensmitteln nicht so riesig ist, dass ich da unbedingt einen Indikator bräuchte. Obwohl ich eigentlich schon ein recht vergesslicher Mensch bin, aber okay. Schaden tut es auf jeden Fall auch nicht. Es sind auch neue Lebensmittel dazugekommen. Wir haben es ja gestern schon gesehen, beziehungsweise die erste Hackfleischsuppe haben wir ja, oder Hackfleischsoße, haben wir ja schon hergestellt. Und außerdem ist auch ein Ofen dazugekommen, ein Eisenofen, soweit ich es richtig gelesen habe. Also brauchen wir wieder Eisen. Und auch noch was anderes, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Komme ich gleich wieder drauf. Wir bauen erstmal schnell das Portal hier hin. Also ein Eisenofen und, Eisenkochstation, so rum. Und ein Ofen noch. Und wir können jetzt wohl mittlerweile auch Zwiebeln anbauen. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf, weil dann können wir uns auch schöne Zwiebelsuppe und so machen. Ach Mann, was ist denn nur los? Wo ist er denn? Macht sich im Schneesturm echt beschissen, wenn ich das mal so sagen darf. Die Kristalle wollte ich eigentlich einpacken, ne? Genau. Nimm das mal alles schön mit. Ja, dann müssen wir hier ein paar Steine wegwerfen. Zwei weggeworfen, einen wieder eingesammelt. So, wie sieht's denn aus? 6 Silber, komm, wir machen uns mal wieder nach Hause. Ja, also Zwiebel ist noch dazugekommen. Müssen wir mal schauen, wie wir die finden. Das konnte ich jetzt auf die Schnelle noch nicht herausfinden. Und ansonsten, ja. Es gibt jetzt wohl noch Darkwood. Soll wohl eine Art Teer sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder man findet es in den Ebenen irgendwie in so teerigen Bereichen vorkommen. Keine Ahnung. Soll wohl größtenteils für Dächer und so gebraucht werden. Darkwood klingt ja erstmal so nach Holz, aber so was ich jetzt gelesen habe mit irgendwelchen teerigen Bereichen, klingt es eher wie schöne Bitumbahnen, die wir auf unserem Dach verschweißen können. Weiß ich nicht. Es gibt halt auch noch nicht so viel, ich sag mal, Videomaterial dazu. Rein vom Text her, von Infos, die irgendwo rausgeballert wurden, gibt es natürlich schon was, aber so richtig zum Angucken noch nicht viel, weil es ist halt auch erst seit ein paar Tagen draußen. Und dementsprechend haben es auch noch nicht so viele umsetzen können. Ja, die Kochstation und sowas, das gucken wir uns natürlich auf jeden Fall mal an. Ich freue mich, dass neue Lebensmittel dazugekommen sind. Mit eins der geilsten Änderungen, finde ich eigentlich, sind die Lochse. Haben wir ja, doch, wir haben schon mal einen gesehen. Wir waren ja ansonsten noch nicht so wirklich in den Ebenen unterwegs. Aber diese großen Biester halt, und die kann man wohl mittlerweile reiten. Da habe ich richtig Bock drauf. Endlich ein Mount im Spiel, dass wir schneller von A nach B kommen. Das ist, das habe ich mir so dolle gewünscht.
Ich liebe das einfach in jedem Spiel, ob es damals bei WoW war oder keine Ahnung, was für Spiele alles, Guild Wars. Sobald es... Gab's das bei Guild Wars? Ja doch, gab's auf jeden Fall. Sobald es irgendwo Mounts gibt, auf die man sich draufsetzen und schneller von A nach B... Ja, reiten oder fliegen kann, bin ich einfach in love mit dem Spiel. So, Kohle rein, Silber raus, so funktioniert das Spielchen. Es gibt jetzt wohl auch irgendwelche Beeren, wenn ich es richtig verstanden habe, die wir essen können und dann müssen wir brechen. Dann können wir sozusagen ein anderes Lebensmittel hinzufügen. Hatte ich ja auch schon mal angeprangert in einer der letzten 150 Folgen, dass ich es cool fände, wenn man sich doch umentscheiden kann oder wenn man es einfach eher wechseln kann, weil bevor die ja schon anfangen zu blinken und damit ersetzbar werden, kommt es ja schon vor, dass die weniger Leben geben und weniger Ausdauer, und dann fand ich es immer ärgerlich, dass man da nicht vorher schon einfach was Neues reinbuttern kann. Geht jetzt mit diesen Bären, wenn es Bären sind, die hatten irgendwie einen komischen Namen, Boop Parries oder so. Ich habe es mir nicht genau gemerkt, aber darauf kommt es ja jetzt auch nicht an. So, genug gequatscht. Wir müssen jetzt erstmal kurz schauen, wie wir den Drachenhelm herstellen. Drachenhelm, Drachenhelm, da ist der Drachenhelm. 2 Trophäen, oh, 20 Silber, holy shit. Ah, wir haben genau 6 Silber gesammelt. Das heißt, wir kriegen genau den Helm hin, dann kriegen wir allerdings hier den Beinschutz nicht hochgelevelt. Aber wir haben ja noch genügend Silbervorkommen, dass das an sich kein Problem sein sollte für uns. Lasst uns mal in der Zeit, wo das Silber drüben brutzelt, ein bisschen das Inventar leer machen. Hier oben haben wir noch ein bisschen Wolfspelz. Ja, mit dieser Silberkiste, die wir, oder Schatzkiste, die wir gefunden haben, das ist auf jeden Fall auch neu. Und es sind natürlich auch eine ganze Menge an Items dazugekommen, ne? Also ich finde das mit dem Münzhaufen und so echt geil, das machen wir auch mal, aber ich möchte ihn nicht einfach so hier irgendwo in die Gegend legen, das sieht auch doof aus. Wenn, dann machen wir uns mal so einen kleinen Raum, so einen Schatzraum, der dann komplett voll ist mit Münzhaufen. Vielleicht noch ein kleines Sprungbrett, dass wir wie Donald Duck einfach von oben reinspringen können. Und uns entgegen der eigentlichen Physik, dass wir uns dabei alles brechen würden, einfach drin baden können. So. Ja, die Fleischarten hatte ich ja gestern schon in der Folge, haben wir ja schon rausgefunden, was es da alles Neues gibt. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich finde es komisch, dass das alles Wildschweinfleisch geworden ist, was wir hier im Inventar hatten. Ich bin mir relativ sicher, dass da auch Hirschfleisch dabei war. Aber okay, ich will mich nicht aufregen. Jetzt haben wir noch Wolfsfleisch und Hirschfleisch einzeln unterteilt dazu bekommen. So, jetzt lasst mich mal schauen. Ich komme immer noch nicht so ganz mit der Sortierung hier klar. Wo habe ich denn die Samen hingepackt? Ich hatte doch 3 Fächer voll mit Samen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Hier hinten. Hier hatten wir die ganzen Mürlis. Genau, dann packen wir das noch mit rein. Kohle können wir noch einstecken lassen. Wir haben noch ein paar Kristalle. Die können auch mit hier rein. Ja, das Kristallglas ist auch neu und generell ja noch ein paar Bauobjekte. Da können wir entweder im Laufe der Folge oder der nächsten Folge mal noch ein bisschen durchgucken, was sich da alles getan hat. Empfehlung von den Entwicklern war tatsächlich, hat mich ein bisschen erschrocken, dass man das Spiel nochmal von vorne anfangen soll. Packen wir denn die Silberkette hin? Eigentlich bei Wertvolles. Wo haben wir denn Wertvolles? Ich habe gar keine wertvolles Kiste mehr, ne? Ich habe nur noch Münzen und Edelsteine. Weil, dass es auf einmal auch Ketten gibt, war ja nicht mit zu rechnen. So, dann ist Inventar erstmal leer. Ja, Empfehlung vom Entwickler oder den Entwicklern war, Spiel nochmal neu anzufangen. Weil es gibt wo auch in den einzelnen Biomen Neuerungen. Also, sei es das Grasland, der Dunkelwald, das Gebirge, Sumpfland, Ebenen, was auch immer. Und die werden aber wohl nur aktiv oder man findet die erst, wenn man noch nicht dort war. Das heißt, keine Ahnung. Hier hat sich vielleicht im Gebirge irgendwas geändert, wir werden es aber nie mitkriegen, weil wir sind hier halt schon durchgelaufen. Deswegen war halt die Empfehlung, hey, startet es nochmal neu, es gibt wohl auch ein bisschen Änderungen in dem ganzen Anfang des Spiels. Muss ich aber ehrlich sagen, habe ich mich direkt dagegen entschieden. Weil einerseits guckt mal, was wir entdeckt haben und was noch auf uns wartet. Also wir haben von jedem Biom noch, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Wir haben von jedem Biom noch reichlich
zur Verfügung zum Erkunden. Und da werden wir bestimmt auch alle Neuerungen früher oder später mal mitkriegen. Ist die Kohle schon wieder leer? Hä? Aber warum passiert hier nichts? Hier ist Kohle drin. Und hier ist Dings drin. Hier ist auch Kohle drin. Ach nee, wir haben es schon. 5 Silber haben wir schon eingesammelt, aber 1 Silber macht das Ding hier nichts. Jetzt. Komisch. War ja noch Kohle drin. Hör nicht auf zu brutzeln. Ich sag's dir. Wehe, hier backt jetzt irgendwas. Gib mir mein eines Silber. Hallo. Okay, das gab's früher nicht. Sind immer noch 2 drin. Aber es brutzelt nicht mehr. Ach Mann, das ist nicht der Ernst jetzt. Pack das jetzt wirklich rum und es fehlt uns das eine Silber für den Helm. Ach Manno. Vor allem, wie kriegen wir das da wieder raus? Wenn wir das Ding abbauen? Hier oben steht so ein bisschen der Qualm. Ich habe irgendwie Angst, dass die Dinger jetzt irgendwie einen richtigen Kamin, eine richtige Esse brauchen. Ah, jetzt, okay. Nicht, dass das irgendwie nicht arbeitet, wenn der Abzug nicht gegeben ist. Das wäre richtig schlecht. Ja, wo war ich denn gerade stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht. Ach so, genau. Die Empfehler wollten, dass man neu entwickelt. Die Entwickler wollten, dass wir neu anfangen. Ja, ich habe mich gleich dagegen entschieden, weil ganz ehrlich, das, was wir uns hier alles aufgebaut haben, plus so viel Karte, was wir noch erkunden können, macht für mich keinen Sinn. Also wenn wir jetzt wirklich schon so weit durch wären mit dem Spiel und die Hälfte hier entdeckt hätten, ja, dann hätte man überlegen können. Aber so weit sind wir ja glücklicherweise noch nicht. Also brauchen wir uns darum noch keine Sorgen machen. Ja, ich würde sagen, nächste Folge gucken wir uns dann mal die Kochstation und sowas an. Weiß gar nicht, sehen wir das schon hier? Melzofen, das ist eigentlich alles, was wir schon kennen. Das hatten wir ja gesehen, es gibt neue Käfiggeschichten. Es gibt jetzt auch die Rundholzbalken in schräg. Gab es vorher auch nicht. Und die hier noch, invertiert. Das ist auch neu. Ja, genau. Sehr viel mehr ist es an sich erstmal gar nicht. Bei der Kochstation müssen wir mal gucken, wie wir die bauen. Wir haben die Feuerstelle, Holzstoß. Ach, Kohlenhaufen. Kohlenhaufen ist auch neu. Weil wir nie so viel Kohle hätten, dass wir daraus welche bauen könnten. Ja, und die Münzhaufen und die Schatzkiste, hier haben wir sie. Na gut, komm, wir machen uns noch schnell den Helm. Dann können wir mit einem neuen Helm die Folge beenden. Dafür brauchen wir noch die andere Drachentrophäe. Da ist sie. So, dann brauchten wir 20 Silber. Jetzt werden wir bestimmt gleich wieder überladen sein. Ich weiß gar nicht, war es das schon? Wolfspelz und sowas brauchen wir ja, glaube ich, nicht. Nein, anscheinend reicht es noch nicht. Doch, 2x Wolfspelz. Dann holen wir uns den noch schnell. So, zack, 2 Stück. Silber her. Und dann machen wir uns hier das schöne Helmchen. 20 Rüstung. Müsste auch genauso viel sein wie hier, genau. Warm anziehen. Und der wird bestimmt so mega geil aussehen. Gucken wir uns hier schön im Sonnenlicht an. Geilo. Ach, geil. Auch mit den Hörnern hinten dran. Bam. Das sieht doch mal richtig Deluxe aus. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir es. Jetzt können wir mal noch schauen, was wir brauchen, um das Ding... Können wir das upgraden? Wir können das upgraden. 5 Silber. Okay, das geht eigentlich noch. Das heißt, die nächsten Folgen werden wieder ein bisschen Silbersammlerei werden. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz für Rüstung. Pack's jetzt erstmal mit hier rein, aber es wird definitiv zu wenig mit der Zeit. Möchte es aber auch nicht wegwerfen, weil gerade wenn wir sterben, ist es immer gut, mal noch eine Zweit- und Drittrüstung irgendwo liegen zu haben. So, jetzt haben wir doch noch eins mehr bekommen. Naja. Wir machen hier nochmal alles voll mit Kohle. Ich glaube, das haben wir gerade. 20 Stück sind drin, 20 Stück sind auch hier drin. Dann können wir das eine, den Stein können wir gleich mal noch mitnehmen.
hacken das hier noch rein. Ja, ich denke mal so grob an den Neuerungen, die es jetzt gab, war es das. Vielleicht habe ich ein paar Sachen vergessen, dann werde ich die nächste Folge erwähnen, aber ich sag mal so, das Wichtigste habe ich euch jetzt erstmal mitgeteilt. Ich freue mich, dass ich euch mal wieder was mitteilen konnte und ihr mir nicht alles direkt gesagt habt, dass ich mich auch mal wieder irgendwie nützlich machen konnte und ihr auch was davon habt und nicht nur selber gucken müsst und mir was schreibt. Ja, dann machen wir erstmal Schluss mit der Folge hier. Komm, wir sammeln noch die Rüben und Rübensamen ein. Oh, die sind noch nicht gar nicht fertig. Zumindest nicht alle. Ja, dann machen wir erstmal Schluss mit der Folge. Morgen 19 Uhr geht es dann wie gewohnt weiter. Und dann, ja, ein bisschen Silber sammeln und mal gucken, ob wir vielleicht die Kochstation oder den Ofen oder ähnliches schon bauen können. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut.